Hallihallo, Stardew Valley, nächste Folge. Und zwar, liebe Leute, Folge 150. Ja, wir sind jetzt schon bei der 150. Folge. Man mag es kaum glauben. Aber wir haben es schon bis zur Folge 150 geschafft und das Spiel immer noch nicht durch. Das heißt, da kommen noch ganz viele Folgen. Was machen die Junimos denn da? Da ist doch noch gar nichts zum Ernten. Habt ihr ge Lack gesoffen oder was macht ihr da? Die haben ge. Hä? Achso, sind da zwei Felder früher fertig wie die anderen oder was ist da los? Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Naja, wir haben es bis Folge 150 geschafft. Meine Junimos sind. Keine Ahnung, was wir machen, ob die da das Ding rausreißen. Das ist auf jeden Fall wieder ein kleines Jubiläum, finde ich. Also, das muss mal gesagt werden. Folge 150 ist ein Wort. Wir werden jetzt aber gleich wieder durchstarten mit den obligatorischen Farm-Dingen und. Dann werden wir gucken, ob ich ein paar Bienenstöcke schon mal baue, die dann hier im nächsten Jahr hingepflanzt werden oder ob ich damit noch warte. Auf jeden Fall müssen wir noch Steine sammeln mal wieder und Zeugs. Aber ich habe ja hier den Ring des Diebes. Das heißt, Eisen, Stein und Kohle könnten wir rein theoretisch in der Mine holen. Wir gucken jetzt aber erstmal über die Farm drüber. An Horst Manfred, ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich. Gezeichnet Demetrius. Vielen Dank dafür. Jetzt brauche ich die nur leider nicht mehr, weil ich habe die schon gefunden für die Mr. Cree Quest. Die hätte ich früher gebraucht, aber ja. Ach, die winken mir. Was ist da los? Achso, das sah nur so aus wegen dem Dach, oder? Achso, stimmt, da ist so ein. Ich dachte gerade, da wäre irgendwas im Feld drin, Mensch. Also jetzt geht's los. Ein neues Küken ist geschlüpft. Das sieht merkwürdig aus. Ah ja. Boppello. Boppello passt doch. Wir machen jetzt Boppello draus. Schöne Sache, das heißt, wir haben unser vorletztes Huhn jetzt, das Schattenhuhn. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ein Schattenhuhn-Ei da oben reinstecken. Das mache ich jetzt gleich, bevor ich es in die Mayo-Maschine stecke. Ups, zack, so. Schön. Das ist schon mal erledigt. Ja, wir müssen halt leider mal wieder Steine sammeln, Leute. Aber ich habe ja gesagt, ich mache hier nichts offscreen. Ich nehme euch in der ganzen Misere mit. Ihr müsst da durch, genau wie ich. So, wisst ihr Bescheid. Anders wird es nicht gemacht. Nee, ich habe schon mal erwähnt, ich finde es. Ich würde es offscreen machen. Aber wenn ich hier sage, ich mache so ein komplettes Let's Play, wo wirklich alles vom Spiel drin ist, dann ist es halt, finde ich, ein bisschen doof, wenn ich jetzt offscreen 2 Stunden lang Steine sammeln oder Kohle oder so. Das ist ja dann ein bisschen doof, ne? Eine neue Baby-Ex ist geschlüpft. Auch das noch. Sehr schön. Der Feppo. Gar Kotze. Nee, besser nicht. Rima, Si, Botche, Gesi, Butchu. Ja, komm, Butchu. Das ist dann der kleine, die kleine Exe Butchu. So. Hallo, Butchu. Du müsstest Butchu sein, ne? Ja. Jo, dann stecken wir hier das nächste ein, die Maschine. Wir nehmen das, ist relativ egal. Die anderen landen ja in der Mayo-Maschine. Ja, schön. Neues Huhn, neue Echse. Es geht bergauf, es geht bergauf. Die Auberginenaufgabe haben wir wahrscheinlich auch bald abgeschlossen. Da fehlen jetzt noch 4 Auberginen für den Landwirtschaftsfonds. Und ich habe jetzt, glaube ich, noch 10 Tage. Schaffen wir locker. Wir werden die dann bis Ende Jahreszeit hier einfach weiter wachsen lassen und daran noch Gewinn rausschlagen, so lang wie es geht. Ja, so machen wir das. Gut, Gewächshaus gucken wir noch schnell rein. Wie schaut's da aus? Da müssen wir heute noch nicht ran. Dann bringen wir kurz das Zeug wieder weg. Genau, der kommt da rein. Der ist ja dann schon wieder fertig, stimmt. Was mache ich denn dann da rein? Was mache ich denn dann da rein? Machen wir nochmal Preiselbeeren. Vielleicht. Ja, machen wir nochmal Preiselbeeren. Zack. Schön, der Kaviar wird auf jeden Fall heute Nacht wieder ordentlich Gewinn in die Kasse spülen. Dann haben wir wahrscheinlich. Ja, gut, also die 800.000 mal knacken wir heute Nacht auf jeden Fall. Ich glaube, wir kriegen 35.000 durch den Kaviar, also von dem her. Die 800.000 Marke brechen wir locker. So. Ja, und dann gehen wir jetzt noch los. Da gucken wir mal den Steinbruch, wie es da aussieht. Obwohl ich glaube, dass da noch nicht so viel geht. Mit der Ingwerinsel habe ich jetzt gedacht, ich warte, bis ihr mir da vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helft. Also mit Tipps, nicht mit Spoilern, habe ich ja schon mal erwähnt. Nur mit Tipps. Wie gesagt, es fehlt der Tigerkopf und der Schlangenschwanz.
Obwohl ich mir fast schon denken könnte, dass der Schlangenschwanz halt auch irgendwo auf dem westlichen Teil der Insel in so einem Artefaktfund drin ist. Aber mit dem Tigerkopf bin ich echt überfragt. Da bin ich überfragt. Da weiß ich nicht Bescheid. Weißt du was? Die packe ich hier mit rein, falls da mal irgendwas ist. Falls mal wieder irgendeiner so ein Ding will. So. Gut. Die Bömmchen habe ich dabei. Dann gehen wir jetzt gucken. Und den Ding schmeißen wir noch hier rein. Den Kaviar natürlich. Zack. Dann ab die Post. Dann gucken wir mal nach Steinchen. Steinchen und Kohle. Am besten gehen wir wirklich in die Mine. Ich nehme hier noch was mit zum Essen. Wir gehen jetzt zum Steinbruch und dann gehen wir in die Mine, weil in der Mine finden wir auf jeden Fall Kohle. Hier finden wir Steine. Das ist nicht schlecht. Ist nur überlegen, lohnt sich das mit den Kirschbomben hier? Eher nicht, oder? Ich schätze mal eher nicht, dass ich das nehme. Bei so wenig machen wir das lieber mit der Spitzhacke. Da sind mir die Bömmchen jetzt ein bisschen zu kostbar. Ups, so wird das nix. So. Ja, ist ein bisschen windig heute. Ein bisschen herbstlich windig. Zum Glück habe ich eine Mütze auf dem Kopf. Sonst würde ich mir die Ohren abfrieren wahrscheinlich. So, das haben wir ja schon gleich geschafft wieder. Und da hätte ich gesagt, wir gucken jetzt wahrscheinlich jeden Freitag. Oder ich habe eigentlich mal gesagt, jeden Mittwoch in den Steinbruch. Aber eventuell machen wir Freitag. Und da fällt mir gerade noch was ein, was wir auch noch machen müssen, wenn schon Freitag ist. Die Zeit haben wir noch. Ich muss an den Händlerwagen. Ich muss an den Händlerwagen. Ja. Also würde mich echt mal interessieren, was die Junimos hier vorhin gemacht haben. Ob da wirklich so zwei Büsche früher gewachsen sind oder ob das irgendwie ein Bug ist im Spiel. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die sonst, glaube ich, nicht draußen unterwegs. Oder habe ich das einfach noch nie gesehen? Ich dachte, die kommen nur zum Ernten raus. Naja. Ihr werdet das wissen. Ihr werdet mir das wahrscheinlich mitteilen. Ja, schön. Das sieht ja wieder bescheiden aus hier. Es hat sich wieder nicht gelohnt, hier hinzuwackeln. Mensch. Na, jetzt holen wir auf jeden Fall Steinchen. Denn ich brauche Stein und Holz. Aber Holz ist gar kein Problem. Ich habe genug Bäume rumstehen. Weil wir dann, wie gesagt, im Winter wird das hier darüber verlegt. Und hier kommt nochmal so ein Ding hin. Und nebendran, doch nebendran habe ich genug Platz eigentlich. Nebendran mache ich dann den ersten großen Stall mit Schweinen, damit ich endlich mal an Trüffel dran komme, weil der Händlerwagen will mir ja ums Verrecken keine Trüffel geben. Deswegen werde ich dann da Schweine einfach züchten. Fertig. So sieht's aus. So sieht's aus, so wird das gemacht. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, es war Ebene 40, ne? Ja, doch, da sind sie ja schon. Schön. So muss das laufen und nicht anders. Dann machen wir hier mal ein Bömmlein hin und in der Zeit hauen wir auf den Stein drauf. Ja, da haben wir auch schon die Leiter. Ich habe natürlich wieder keinen Kaffee dabei, aber immerhin habe ich Bomben dabei. Ich steigere mich so langsam, Leute. Ich steigere mich so langsam. Irgendwann kriege ich das dann auch noch hin. Mit dem Kaffee. Mit Kaffee und Bomben. Irgendwann. Ich verspreche nicht, bis wann, aber irgendwann. Dieses Jahr, vielleicht noch dieses Jahr. Oder ich nehme es mir einfach so als guten Vorsatz fürs nächste Jahr. So 2023 packe ich dann endlich mal Kaffee in die Hosentasche. Also in Stardew Valley in echt nicht. Das wäre ja ein bisschen weird, wenn ich mir Kaffee in die Hosentasche packe. Der Schwachsinnspegel steigt auch wieder allmählich an. Man merkt's. Es kommt wieder ganz komisches Zeug raus, wenn ich rede. Kann man nichts dagegen machen. Es ist, wie es ist, ne? So. Oh, schön. Oh. Ja, klasse. Das war elegant gelöst. Genau so sollte man es nicht machen. So, dele. Oh, noch mehr Geoden. Schön. Schön, schön, schön. Eine Leiter habe ich noch nicht in dem Fall. Ja, da lohnt es sich ja fast wieder rauszugehen und wieder reinzugehen, so wie es aussieht. Obwohl ich ja eigentlich eher wegen den Steinen da bin und dachte, Kohle ist halt nett nebenher. Ja, komm, wir starten neu. Ich weiß. Ach doch, da ist sie doch. Oh, Mensch. Wieder voll dran vorbeigerannt, nicht dran gedacht. Also echt. So, Bömmchen. Kabumm. Schön. Ja, ein paar Steine kommen da immer raus. Also,
Nicht schlecht auf jeden Fall. Hier noch eine. Ich habe hier noch 34. Schöne Sache. Dann gucken wir mal unten weiter, wie es da ausschaut. Oder hier auf der Seite ist nichts. Dann gucken wir unten. Ja, sieht auch bescheiden aus. Gucken wir mal, was passiert. Ob hier vielleicht irgendwo eine Treppe zum Vorschein kommt. Eine Leiter. Treppe, Leiter, Leiter, Treppe. Sieht nicht so aus. Ja, dann werden wir... Ah. Wollte gerade sagen, dann werden wir wieder hochgehen. Aber in dem Fall doch nicht. Und zum Glück sind wir nicht hochgegangen. Oh, holla die Waldfee. Hier regnet es wieder Kohle, ich sag's euch. Und Zwergenschriftrollen, die brauche ich auf jeden Fall. Ich habe mir selber den Weg abgeschnitten. Schön. Sehr schön. Was war da drüben noch? Ein Schleim. Dann gehen wir gerade noch eine Etage tiefer. So, Hallöchen. Guckt mal her, ich habe ein Schwert dabei. Ich wollte sagen, ich habe ein Messer dabei, genau. Ein Messer. Hier ein... Wer kennt's nicht? Das Galaxiemesser, ne? Das Galaxiemesser aus Stardew Valley. Man kennt's. Oh, Höhlenkarotte. Nehme ich auch mit, auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Euch muss ich umhauen. Schön. Zack, weg. Ja, du auch. Hier noch ein Bömmchen hin. So, schöne Sache. Kann eigentlich aus den Dingern auch was rauskommen oder ist das einfach nur Zierde? Weil ich glaube, da ist mir noch nie was draus gedroppt. Wahrscheinlich in dem Fall eher nicht. So, dann schauen wir mal weiter. Vorne war ja irgendwo eine Leiter. Das hat sich wieder gereimt. Das war nicht mal wirklich beabsichtigt. Und da draußen schreien wieder Kinder rum, Mensch. Aber richtig laut. Was ist denn da wieder los? Och nö. Oh, hören Sie auf. Das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Gehen wir gerade nochmal auf Ebene 40 rein. Ja, bei aller Liebe, aber so eine verseuchte Ebene gebe ich mir um 20 Uhr nicht. Da mache ich lieber weiter und gucke, dass ich noch ein bisschen Stein finde. Alles nur das nicht. So, Hallöchen. Und tschüss eventuell. Nee, er hat überlebt. Oder hat aber gut überlebt. Er hat ja noch gute Leben auf Lager. So. Dann werden wir hier noch reinhüpfen. Ja, klasse. Schön. Wieder einen Weg abgeschnitten. Mit der eigenen Spitzhacke. Wieso haut das kleine Kohlemännchen da ab? Bleib hier. Renn doch nicht. Nein, stopp. Stopp, stopp, stopp. Du bleib. Stell dich deinem Schicksal. So. Ja, 33 Kohle. Das habe ich ja in letzter Zeit in den Geodenbrecher gestopft. Das habe ich auf jeden Fall wieder drin. Sehr schön. Fangen wir hier noch ein Bömmchen hin. Schöne Sache. Dann gehen wir jetzt noch eine Etage weiter. Oh Gott. Sehr geil. Stopp, nicht wegrennen. Bleib stehen. Autsch. Doofe Fledermaus. Weg mit euch. Ohne große Bombe. Da ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt wieder die nächste Ebene. Zack. Das habe ich gern. So lobe ich mir das. Noch so ein paar Hüpfer. Die Bombe werden wir auf jeden Fall noch zünden. Hier. Die zischt jetzt so lange, bis ich wieder aus dem Inventar gehe, natürlich. Ja, aber so wie es aussieht, kann man mit diesen Bomben die großen Steine halt echt teilweise nicht sprengen, ne? Habe ich jetzt auch schon rausgefunden. Oder ich stelle mich da ein bisschen zu doof an, ich weiß es nicht. Hier, geh mal weg. Du. Mensch. Kabumm. Hat sich fast nicht gelohnt, diese Kirschbombe. So, jetzt machen wir hier eine hin und hier eine hin. Sprengen uns selbst in die Luft. Muss sein. Schön. Haben wir hier noch ein paar Kohlemännchen? Hallo? Kohlemännchens? Keiner da. Schade. Ja, wir haben 23 Uhr, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt. Wir gucken jetzt, ob hier noch welche sind. Und dann wackeln wir nach Hause, damit wir das Inventar noch leer kriegen. Sieht nicht so aus, oder? Da hinten. Oh, da muss ich hin. Schwämmchen. Oh, da ist noch Eisen. Ich spreng mich die ganze Zeit selbst in die Luft.
Naja, zum Glück überlebe ich das ja. Hey, stopp. So, her mit dem ganzen Zeug. Ja, dann bin ich wieder raus. Dann gehe ich jetzt nach Haus. 211 Steine. Ja, holla die Waldfee. Da ging wieder was. Ich gebe euch vollkommen recht. Ich hätte wirklich früher Bomben mitnehmen sollen. Sogar diese kleinen Pupsbomben hier, die Kirschbäumchen. Das geht um so viel schneller. Das ist abartig, Menschen. Ich habe die ganze Zeit, bin ich da immer nur mit der Spitzhacke rein und ohne Kaffee. Gut, ohne Kaffee bin ich jetzt auch wieder rein, aber ich hatte die Bomben dabei und das ist halt dann trotzdem schon ein mächtiger Unterschied, ne? Also ich gebe euch vollkommen recht, Leute. Tut mir sehr leid, dass ich nicht immer auf euch gehört habe. Danach ist man immer schlauer, ne? Kupfer, Erz und Kohle. Ich glaube, ich mache mir gerade noch mal ein paar. Keine Ahnung, wie viele. Gucken wir mal. Wie viel Kohle brauche ich für eins? Eine, ne? Jetzt habe ich halt die ganze Kohle von heute wieder verschleudert, aber ist halb so wild. Ich habe auf jeden Fall jetzt ordentlich Bomben auf Lager. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, dann kommt der Rest jetzt noch da rein. Das Zeug hier kommt alles da rein. Und dann gehen wir ins Bettchen. Und dann kommt heute noch dick Kohle rein über Nacht. Katze ist auch schon wieder da. Frau liegt auch im Bett. Dann hätte ich gesagt, gute Nacht. Schauen wir mal. Ja, wie man sieht. 40.000 Gold. Der Kaviar 35.700. Entschuldigung. Übel. Übel, übel. Wir haben die 800.000er mal geknackt. Aber um einiges geknackt. Schöne Sache. Kinder. Zack. Ja, mehr kann man mit denen ja eh nicht interagieren, ne? Also, ups, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch mehr wird und ob die überhaupt komplett auswachsen können. Ich habe keine Ahnung. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, ein Kind und das war aber auch in dem Alter, als ich den Spielstand aufgehört habe, den alten. Oder hatte ich zwei? Ne, zwei hatte ich nicht. Ich hatte auf jeden Fall eins. Auch mit Lea, glaube ich. Aber ich kann mich da gar nicht mehr, das ist schon ewig her, wie gesagt, das ist schon ewig und drei Tage her. Das war ja der erste, auf meinem ersten Spielstand. Hey, ich habe dieses Ding irgendwo in einem Schrank gefunden, dachte du könntest was damit anfangen, gezeichnet Pam. Vielen Dank für die Batterie, Pam. Da werde ich auf jeden Fall was damit anfangen können, gute Frau. Ach, da ist ein Kürbis. Oh ja. Ja, und die Junimos sind am Meditieren und am Sammeln, so wie es aussieht. Jetzt gehen sie alle und sammeln. Anscheinend darf man jetzt nicht... Okay, ciao. Tschüss. Anscheinend darf man jetzt nicht ernten, weil wenn man jetzt erntet, kann es sein, dass es diese Junimos soft lockt. Habe ich mal gegoogelt. Dann kann es passieren, dass sie nicht mehr ernten. Deswegen lasse ich sie einfach machen. Wir sind heute sowieso bis nach 19 Uhr oder bis nach 21 Uhr unterwegs. Und bis irgendwo dahin, 19 oder 21 Uhr, sammeln die. Also von dem her... Hallo Dino. Gehst du nicht raus zu den anderen? Hast du keine Lust? Sind die böse zu dir? Oder versperren die dir den Weg? Das könnte natürlich auch sein. Ja, eben wie gesagt, wenn ich mit Ernte bin, sind die gesoftlockt. Aber wir sind ja auch auf jeden Fall wieder bis 19 oder 21 Uhr weg und so lange ernten die in etwa. Ihr werdet es wissen. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte es nochmal googeln können, aber ich will mir halt hier nicht alles ergoogeln. Ich will schon ein bisschen selber spielen. Ja. Wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. So. Die Eier. Zack. Ich brauche hier erst wieder einen Schatten. Ne, ich brauche gar keinen Schattenei mehr. Die letzten Hühner sind da oben. Also das letzte Schattenhuhn ist da oben in der... im Brutkasten. Gut, dann waren wir bei den Tieren. Die Auberginen brauchen noch ein bisschen. Die letzten vier. Ja, die ernten aber echt schnell. Die werden ja locker fertig. Die werden ja locker fertig. Ich dachte immer, die ernten nicht so schnell. Weil ich habe schon mal gehört, dass die anscheinend nicht alles ernten, weil die langsam sind im Ernten. Aber die sind schon ziemlich schnell eigentlich, wenn man mal bedenkt. Das geht ja schon ruckzuck. Wir liegen ja nicht jeden Tag um 12 Uhr Mittag ins Bett. Das heißt, die werden locker fertig. Kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Hey, stopp, du kommst mit. Ich brauch dich. Ja, und auf der Ingwerinsel wächst ein Mangobäumchen. Das habe ich schon gefunden. Den Mangosetzling in so einer... Doch,
In der goldenen, doch, in der goldenen Kokosnuss habe ich den gefunden. Den habe ich da gepflanzt, weil da stand irgendwas dabei mit auf der Ingwerinsel pflanzen. Damit er irgendwie nach 28 Tagen dann Mangos produziert. Deswegen dachte ich, ich pflanze den auf der Ingwerinsel. Wird schon schief gehen. Ich meine, wenn es in der Beschreibung drin steht, muss ja irgendwas dran sein. Dann muss es ja irgendwie stimmen, ne? Von dem her. So. Jetzt hole ich mir aber, glaube ich, einen Kaffee. Also, hier, einen Kaffee. Jetzt hole ich mir ein Käffchen, bevor ich nochmal in die Mine gehe. Sonst kriege ich wieder Ärger. Zack. Einer reicht ja eigentlich. Einer müsste reichen, locker. Gut, der Honig wird wieder verkauft. Der bringt uns auch wieder böse Geld ein. Also, stopp. Ich muss so machen. Zodle, jetzt. Etzele, Etzala, Abfahrt. Auf in die Mine. Gucken wir, dass wir noch Stein und Kohle kriegen heute wieder ein bisschen. Steinbruch ist wahrscheinlich nicht viel gegangen. Nee, da muss ich echt eine Woche warten. Also falls man das irgendwie resetten kann oder dass es einen speziellen Tag gibt, wo sich das resettet und das Zeug nachspawnt, lasst es mich wissen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach pro Tag ein bisschen was nachspawnt und dass man dann einfach wirklich mehrere Tage warten muss, bevor da irgendwas geht. Hätte ich jetzt einfach mal behauptet. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es so sein könnte. Ja. Was soll ich sonst sagen dazu? Ich kenne mich da nicht aus. Ihr wisst da wahrscheinlich mehr Bescheid wie ich. Einer wird es auf jeden Fall wissen. Ich glaube, ihr wisst alle, von wem wir reden. Wir reden von der Lokallegende vom Stardew Valley Wikipedia, dem guten Sascha. Der weiß es. Wenn es einer weiß, dann weiß er es. Er weiß es auf jeden Fall. Mit Sicherheit. So, Eisen muss ich auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn ich schon genug habe eigentlich, aber ist irgendwie immer so ein Zwang, dass ich das Erzzeug auf jeden Fall abbaue, auch wenn ich es überhaupt nicht brauchen kann. Ich nehme es trotzdem mit. So, Attacke, auf geht's, weiter geht's. Du kannst gerade mal abtischen. Tschüss. So, Steine, wie schaut's aus? Steine 26, da ging noch nicht so viel, aber wir sind ja auch noch nicht lang dran. Und wenn ich jetzt Steine geholt habe, dann haben wir mal wieder ein paar Tage Ruhe vorm Steine sammeln. Weil ich brauche das dann erst wieder für die ganzen Gehwege und ich weiß nicht, ob man für den Schweinestall überhaupt Steine braucht. Wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall auf Lager. Aber sagen wir es mal so, die Steine werden auf jeden Fall gebraucht für irgendwas. Von dem her, irgendwann sind die wieder weg, weil wir sie sowieso für irgendwas brauchen. Wie gesagt, die Gehwege oder vielleicht sogar für den Stall. Für andere Sachen. Für Upgrades oder für Silos. Obwohl ich glaube, ich keine Silos mehr bauen muss. Aber auf jeden Fall sind wir die Steine irgendwann eh wieder los. Dann hole ich lieber jetzt schon mal ein paar Steine mehr. Nee, zum Glück habe ich da keine Bombe gesetzt. War eh ein bisschen doof, die da setzen zu wollen. So. Da ist die Leiter. Und da sind die Asche-Kohle-Männchen. Staubteufel. Nee, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißen. Kohlemännchen. Fertig. Kohlemännchen. So, weg damit. Hier sind noch mehr. Hier ist ja wieder. Oh mein Gott, was ist denn hier wieder los? Das ist ja übel. Das ist ja richtig übel. Und die Treppe haben wir, die Leiter haben wir auch schon. So, hinfort mit ihnen. Irgendwie sieht es hier gerade mega dunkel aus. Man könnte fast meinen, es wäre schon Nacht. Auf der Ebene hier. So. Da habe ich schon wieder was hüpfen gehört. War das hier oder war das auf der anderen Ebene noch? Nee, da hüpft was. Ha. Sehr schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Hier werden wir auch noch einen Ticken weiterlaufen auf jeden Fall, weil da sind ja noch ein paar. So, Fledermaus weg. Fledermaus nicht weg, aber jetzt weg. So. Also hier komme ich durch, da muss ich gar nichts weghauen. Außer die zwei. Schön. Noch eine Zwergenschriftrolle. Die wird auf jeden Fall gebraucht. Ja. Definitiv. So, eine Minute 10 habe ich noch Buff. Das reicht noch gut, so ein bisschen. Jetzt ist hier schon wieder so eine Leiter aufgeploppt, Mensch. Kabum. Weg. Ach, noch eine. Schön. Sehr schön. Den Stein hole ich mir. Definitiv. Ja, noch eine Leiter. Dann gehe ich jetzt einfach weiter. Die wollen unbedingt, dass ich auf die nächste Ebene gehe, so wie es ausschaut. Ups. Das
schon wieder eine Leiter. Die nächste. Weg mit euch. Ich will eigentlich nur gucken, ob hier noch irgendwo so Kohlemännchen rumhüpfen. Schaut nicht danach aus. Nö, dann hole ich mir jetzt die Steine noch und dann gehen wir halt wieder auf die nächste Ebene. Macht ja nichts, ist hier halb so wild. So, Abfahrt. Verseucht. Oh, was? Was ist mit dem los? Was ist... Special, der ist transparent, oder wie? Der hat mir ein Schwert gedroppt. Okay. Cool. Brauche ich nicht. Weg damit. Wir gehen gerade wieder raus. Dann resetten wir besser wieder ab Stufe 40. Ist besser wieder durcheiern. Habe ich auch von euch gelernt, den Trick, ne? Einfach resetten, wenn es nicht läuft. Einfach raus und wieder reingehen. So, jetzt habe ich natürlich noch keine Leiter. Das ist doof. Dann werden wir hier mal ein bisschen sprengen und hoffen, dass wir eine finden gleich. Ja, da ist sie doch schon. Perfekto. Weiter geht's. Da ist schon die nächste. Ich will nur gucken, ob da wieder so Kohlemännchen rumeiern oder ein großer Stein. Da haben wir auf jeden Fall einen. Schau ab, du. So, zack. Dann gehen wir gerade wieder weiter. Weiter im Programm. Schön. Da kommt wieder der traurige Pianospieler um die Ecke. Oh, die habe ich falsch platziert. Ah, da ist schon die Leiter. Gut. Schön. Da ist auch nichts gegnertechnisch. Außer Fledermäuse, die brauche ich nicht. Da haben wir wieder was. Und 121 Steine haben wir auch schon wieder. Krass. Ja, wenn man da wirklich mal so eine Folge lang dran geht, kommt da gut was zusammen. Vor allem mit Bomben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war einer der besten Tipps, die ihr mir in Bezug auf Bergbau und so in Stardew Valley geben konntet. Das und Kaffee. Der ist jetzt aber auch schon wieder ausgelaufen. Also der dreifache Espresso, aber das ist halb so schlimm. Der Tag ist ja eh bald rum. Ist ja schon, geht schon auf 19 Uhr zu. So, hey, weg mit dir. So, hier und hier mal ein Bömmchen. Hier haben wir sonst nicht viel. Dann gehen wir jetzt noch auf die nächste Ebene. Ja, und dann ist wahrscheinlich die 49 wieder verseucht. Aber bis dahin schaffen wir es zeitlich eh noch. Können wir gucken. Vielleicht ist sie wieder verseucht. Dann hüpfen wir eventuell nochmal rein oder gehen nach Hause dann. Je nachdem, wie es zeitlich ausschaut. Hier sind keine Kohlemännchen. Wie schaut es hier aus? Auf jeden Fall mal ein Bömmchen. Zack. Da kam nicht so viel bei rum. Leider, leider. Aber da ist ein Kohlemännchen. Oh, mehr wie eins. Schön. Geil. Elegant gelöst. Schön. Ja, sehr geil. Ich habe wieder 35 Kohle. Ich habe auf jeden Fall die Kohle, die ich jetzt für Bomben und alles ausgegeben habe, habe ich auf jeden Fall wieder drin. Müsste, glaube ich, wieder drin sein. Thermalstiefel. Ach nee, hör auf. Weg damit. Es ist alles so Zeug, was ich nicht mehr brauche. Ist aber auch krass, dass das Zeug jetzt mittlerweile hier einfach so in der Mine spawnt. Früher hat man das nur in den Kisten gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich die Mine durch habe. Oder weil ich Glück habe. Könnte auch sein, dass es am Glück liegt. Wer weiß. So, wo ist denn jetzt eigentlich die Leiter? Ich hatte doch irgendwo eine, oder? Oder nicht? Hatte ich keine Leiter? Wenn nicht, resetten wir halt. Dann resetten wir halt nochmal. Ich hätte schwören können, ich hätte irgendwo eine gehabt. Aber in dem Fall, da ist sie doch schon. Mensch. So schnell kann es gehen. So, Dele. Schauen wir mal, wie es hier aussieht. Gegner technisch. Keine Kohlemännchen unterwegs. Schade. Schleime. Brauche ich nicht. Ja. Ach, Gott sei Dank, da ist eine drunter. Ja, und verseucht. Das heißt, wir gehen nochmal raus und hüpfen nochmal ganz kurz rein. Nochmal ein, zwei oder drei Ebenen, je nachdem, wie schnell es geht. Eventuell kriegen wir das hin. Ach, da ist die Leiter. Perfekto. Den Stein hole ich noch. Das Eisen. Und dann gehen wir wieder runter. Das sieht auch einigermaßen vielversprechend aus. Da ist auf jeden Fall ein großes Steinchen. Da habe ich gar nichts dagegen. Weg mit dir.
Schleimchen weg vom Steinchen. So. Ja, gut. Kohlemännchen sind nicht unterwegs, so wie es ausschaut. Nee, aber... Oh, große Steine. Oh ja. Oh ja, da muss ich hin. Da sehe ich mich. Schön. Schöne Sache. Da noch so ein Bömmchen rein. Oh, das hat aber ganz komischen Sound gemacht gerade. Alles in die Luft sprengen hier. Ja, macht Spaß mit Bomben. Ich sag's euch, macht Spaß. So, hier noch alles hin. Zack. Oh, schön. Geoden nehme ich mit. Da haben wir dann die nächste Leiter. Wenn hier kein großer Stein mehr ist, hüpfen wir da noch runter. Schauen wir uns hier noch kurz um. Ja, sieht nicht so gut aus. Machen wir hier noch schnell ein bisschen Kabums. Komm, geh in die Luft. Ach, da ist die nächste Leiter. Okay. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Die Nacht bricht herein. Hier noch schnell zack, zack. Dann gehen wir nach Haus. Hier so machen. Zack. Kabums. Gut. Ja, wir haben schon wieder 242 Steine. Jetzt hüpfe ich die Leiter runter und dann gehen wir nach Hause. Schauen wir mal. Da ist nicht mehr großartig was. Dann gehen wir jetzt. Bevor es noch so spät wird, dass wir wieder irgendwo zusammenbrechen. So, Bushaltestelle. Pferd und ab die Post. Und dann ist morgen Sonntag. Da muss ich wieder an den Händlerwagen denken. Obwohl ich mir den jetzt eigentlich schon fast sparen könnte. Aber ich möchte trotzdem nachgucken. Immer mal wieder. Achso, ich muss noch hier. Die Junimos haben alles abgeerntet. Sehr geil. Ich habe genug Platz im Inventar, Gott sei Dank. Ich habe gerade gedacht, der Inventarplatz reicht nicht. So, ab hier rein. Ich glaube, wir werden jetzt hier gerade, wenn ich so viele gefunden habe, hier gerade mal so. Zack, zack, zack. Schön. Holz haben wir nichts. Da haben wir 32 Kohle. Wir haben wieder 915 Steine. So schnell kann es gehen, Leute. Eine Folge Farm in der Mine mit euren Tipps für Kaffee und Bömpchen. Und schon läuft die Sache wieder. Das ist doch sehr geil, ist das. Das freut mich mega. Ohne Witz. Richtig geil. Da haben wir jetzt auf jeden Fall wieder gut Steine, um Unfug zu treiben. Beziehungsweise um Dinge zu bauen. Wir bauen ja keinen, wir machen ja keinen Unfug, ne? Nee, wir doch nicht. Nee. Wir sind anständige, anerkannte Bürger. Wir bauen doch keinen Unfug. So, Pferdchen, komm mit. Zack. Mal hier das Zeug noch in die Kiste schmeißen. Ja, die eine Kaffeebohne ist jetzt nicht so wild. Ich habe 300 Kaffee noch auf Lager oder so. So, dann hüpfen wir jetzt zu Katz und Frau ins Bettchen. Gute Nacht. Uff. 12.700, das ist wieder der Honig, ne? Honig, Feenrose, 1.952, das macht 8.500 Gold. Entenmayo, Dino-Mayo natürlich, bringt auch einen Haufen Kohle, sehr schön. 13.000 wieder gemacht und das, obwohl ich nur in der Mine gestanden bin und Steine weggesprengt habe. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So, und damit sind wir im Sonntag angekommen. Ich werde jetzt aber auch aus der Tür wackeln, denn, liebe Leute, wir beenden die Folge hier. Wir machen die nicht wieder unnötig länger. Ich habe gesagt, 30 ist in Ordnung, ein bisschen drüber ist auch in Ordnung, aber 40 oder 45 ist dann schon arg. In der Zeit könnte ich fast nochmal eine Folge machen, ne? Deswegen, ich bin jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich wünsche euch noch eine megamäßig geile Zeit und einen megamäßig geilen Tag. Man hört sich im nächsten Video oder in einem anderen Video, wenn ihr mal auf dem Kanal vorbeischauen wollt. Könnte sich lohnen. Ich bin jetzt aber raus. Ciao, ciao!